zurück bei Andruck, den Pressetalk auf TV Berlin. Wir reden über Trump und seine Strategien und wir werden gleich nochmal über die Wahlen heute in Frankreich reden, heute und am nächsten Sonntag. Aber bleiben wir erst nochmal bei Herrn Trump. Herr Vallette, die Strategie beim Sicherheitskabinett, haben Sie gesagt, das war die einzige kluge Maßnahme, die er getroffen hat. Und, ja, also ich finde, bei dem einen Punkt würde ich... Ich würde zustimmen, dass Trump tatsächlich kein komplettes außenpolitisches Konzept hat, weil Außenpolitik im Kopf eines Isolationisten ohnehin sekundär ist. In dem Zusammenhang, den einen Punkt wollte ich noch sagen, ist es in der Tat, finde ich, verheerend, dass auch ist der Kompetenzverlust des Auswärtigen Amtes, des State Departments, ist in diesem Zusammenhang verheerend. Denn eigentlich bräuchten sie idealtypisch in einer solchen Konstellation einen erfahrenen Diplomaten an der Spitze des State Departments, der auch zurückgreift auf die enorme Kompetenz dieses Hauses. Genau das passiert eben nicht. Leider haben sie nämlich auch im State Department einen Lernenden an der Spitze mit Rex Tillerson, der eben kein Diplomat ist und der genau wie Trump verhandeln aus der Sicht eines Business-Abschlusses. Ja, und Politik läuft eben anders. Da müssen sie halt manchmal auch mit Frozen Conflicts leben, mit der Möglichkeit, dass nichts gelöst wird, dass es keinen Abschluss gibt, sondern dass man einfach versucht, mal den Status quo wenigstens mal einzuhegen, einzufrieren. Ein ganz anderes Denken, eine ganz andere Herangehensweise. Und Tillerson macht bisher erstens überhaupt nicht den Eindruck, dass er derjenige ist, der Konzepte entwickeln kann. Und zweitens ist er in der Hierarchie, in dieser Machtkonstruktion, Machtmechanik, die da gestrickt worden ist, bislang keine wichtige Figur. Und das ist in der Tat alarmierend. Und zweitens hat er kein Backup, weil die Spitze des Außenministeriums ist zurückgetreten auf Betreiben von Trump. Ja. Und er hat überhaupt keinen Unterbau der Expertise, der ihm helfen könnte. Sind Sie denn, um Trump mal abzuschließen und gleich auf Frankreich zu kommen, sind Sie denn zuversichtlich, dass aus dem Azubi nach seiner Lehrzeit, die hoffentlich nicht lange dauert, ein guter Meister nochmal wird? Ich glaube nicht, dass er ein guter Meister wird, aber er wird möglicherweise weniger schlimm als zu Beginn befürchtet. Aber er wird nicht der große Präsident. Glaube ich nicht. Ich glaube, dazu ist er zu erratisch, er ist zu impulsiv, er ist zu emotional und er ist ein CEO, der bisher ein Firmenimperium autokratisch geführt hat und frei in nach seiner Reality-Show, wenn etwas nicht gepasst hat, hat er gesagt, you are fired. Ja. Und das geht in der Politik nicht. Ja, das hätte er gerne, sagt zu Kim und sagt, you are fired. Ne? Ja. Ja? Wenn man, es wird ja in manchen Gazetten wird spekuliert, ich weiß nicht, ob es in Ihren auch war, Impeachment möglich. Ist das überhaupt eine realistische Option? Ja, ich glaube, da haben sich ja viele Verschwörungstheorien da herumgerankt, um die Connections nach Russland und was er sozusagen, ob es da Zusammenarbeiten gab, ob er, jetzt kommen ja so Sachen auf, ob er früher an Baustellen irgendwelche Illegalen auch selber beschäftigt hat und sowas. Das sind alles Dinge, wo ich sage, da wird das ein oder andere möglicherweise noch hochkommen, aber ich glaube, bei diesem Impeachment-Gedanken, also der Absetzung eines Präsidenten, da ist auch viel Wunschdenken seiner Gegner im Spiel. Ich glaube, das beruhigt sich wieder etwas. Dann ist er gut. Dann hoffen wir mal, dass er umgeben bleibt von guten Beratern. Kommen wir mal auf das nächste Thema, das uns heute beschäftigt und die nächsten Tage, die Wahlen in Frankreich. Wir wissen natürlich nicht, weil wir heute Mittag diskutieren und wir haben erst in ein paar Stunden die ersten Ergebnisse. Was passiert denn, wenn Frau Le Pen als Siegerin in der ersten Runde hervorgeht? Hoffen wir mal auf das Szenario, das vielleicht das Wahrscheinlichste ist, dass sich dann das demokratische französische Lager in der zweiten Runde eint und es, so wie Frankreich bisher gestrickt war, sollte das ausreichen, um in einem zweiten Wahlgang den dann zweiten hinter Le Pen zum Präsidenten zu machen, der dann aus dem bürgerlichen Lager käme. Auf wen sollten Sie sich denn einigen? Ich meine, das sind die Kandidaten dieses Lagers sind ja nun auch gerade nicht unumstritten. Ich glaube nach wie vor, dass Emmanuel Macron, der unabhängige Kandidat der Mitte, die besten Chancen hat.
Er fängt so ein bisschen das Grundgefühl der Franzosen auf, Frust gegen die politische Elite. Wir erinnern uns an die großen Versprechungen von Präsident François Hollande, deutliche Verminderung der Arbeitslosigkeit. Wir haben immer noch eine Arbeitslosenrate von 10%, obwohl die Unternehmen leichte Steuervorteile bekommen haben. Und er bündelt ein bisschen dieses Grundgefühl, es muss sich etwas ändern. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es ähnlich passiert wie bei den Regionalwahlen Ende 2015. Da war auch befürchtet worden, dass der Front National einen Durchmarsch macht. Er wurde zwar stärkste Partei, aber der Durchmarsch wurde verhindert durch in der Tat ein Anti-Front National-Bündnis der damals Konservativen und der Sozialisten. Und ich glaube, dass das dieses Mal auch so sein wird. Ich will mal ein düsteres Gemälde malen. Ich habe ja schon eben angefangen damit. Le Pen gewinnt. Im ersten Wahlgang oder im zweiten? Im zweiten. Aber erstmal heute. Ja, und dann nächste Woche Sonntag im zweiten. In England bei den Neuwahlen im Juni, harte Brexit-Front, wird durchgezogen. Ist Europa am Ende? Nein. Also erstens mal glaube ich nicht daran, dass Frau Le Pen gewählt wird. Sagt ja, ich mal mal ja, also ich glaube, wenn Frau Le Pen Präsidentin würde, hätte Europa in der Tat ein ernstes Problem. Das glaube ich schon. Europa wäre deshalb nicht am Ende, das glaube ich nicht, aber es würde in ein deutlich schwierigeres Wasser kommen. Weil im Grunde genommen den Kontinent zusammenzuhalten oder die EU als Gemeinschaft zusammenzuhalten, würde dann nicht leichter, aber ich glaube, das würde auch in ganz Europa alle diejenigen auf den Plan rufen, die halt eben nicht rechtspopulistisch oder rechtsextrem sind. Das würde diese Kräfte eher stärken. Ich bin ja eher der Auffassung, dass die rechten Bewegungen ihren Zenit bereits eher überschritten haben und nicht stärker werden. Die haben ja zum Teil. Ich glaube, Sie haben recht heute Abend. Ja, ich glaube das schon. Ich glaube, also in Frankreich glaube ich, dass Frau Le Pen in den zweiten Wahlgang kommt. Also sie wird im ersten Wahlgang heute, glaube ich, schon zumindest in den ersten beiden sein. Ob sie heute als vorne liegt, da wäre ich noch im Zweifel, weil die letzten Umfragen haben ja eher gezeigt, dass Herr Macron gute Chancen hat, vorne zu liegen. Terroranschlag. Ja, aber ich glaube, da bin ich auch vorsichtig, dass alle jetzt diesen Terroranschlag, dass das sofort Frau Le Pen automatisch Leute zutreibt. Da bin ich vorsichtig. Das glaube ich nicht so wirklich. Ich glaube, dass bei den Franzosen es ja einfach so ist, die Hollande-Jahre waren verlorene Jahre. Die Franzosen haben sich als außerordentlich reformfaul erwiesen. Das heißt, sie schimpfen auf alle möglichen, auch auf die Deutschen jetzt. Herr Macron tut das auch. Weil sie sind sauer auf die ökonomische Stärke Deutschlands und tun so, als wären wir schuld, dass es ihnen schlechter geht. Dabei haben sie wirklich in den letzten Jahren jede Reform verweigert oder torpediert und stehen deshalb aus eigenem Verschulden so schlecht da, wie sie denn dastehen. Das ist bei den Italienern zum Teil ja ebenso. Ich glaube, dass aber die Reformkräfte mehr in Schwung kommen und dass auch sich insgesamt, ja auch in Deutschland merkt man das ja auch, der Gedanke breit macht, die AfD ist nicht der Heilsbringer. Zum einen ist das Personal ja in der Tat so, dass man eher weinen kann. Die zerlegen sich ja selber. Das sind ja im Grunde genommen relativ charakterlose Gesellen, zum großen Teil, nicht alle, aber keine Leute, wo man sagt... Den Parteitag haben wir ja auch heute, nicht? Ja, ja. In Köln, von der AfD. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, Herr Wallet. Ihre Meinung würde ich noch gerne hören. Angenommen, Le Pen gewinnt, Europa in Gefahr. Was muss denn die deutsche Politik, die CDU und insbesondere die SPD unter ihrem Europapolitiker, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, machen? Muss da nicht groß auf die Fahne kommen, Europa ja, Europa yes? Es gibt ja eine diese Bewegung der jungen Europäer, die jetzt genau. In ganzen europäischen Hauptstädten, nicht nur in Hauptstädten, zu regelmäßigen Demonstrationen aufrufen. Ich glaube schon, dass das eine große Reaktion der Zivilgesellschaft hervorrufen würde. Man muss allerdings auch mal sehen, es gibt übergreifend in allen westlichen Demokratien, die Trump-Wahl hat gezeigt, es gibt auch in einem Land, zum Beispiel die Trump-Wahl hat gezeigt, es gibt in einem Land, dem es wirtschaftlich total gut ging, den Amerikanern ging es gut, gibt es offenbar genug Menschen, die persönlich subjektiv den Eindruck haben, sie profitieren nicht davon und sie sind irgendwie Opfer von Entscheidungen, die nicht mehr in ihren lokalen Handlungsketten gefällt werden, sondern irgendwo anders. Und Sie meinen, dasselbe sei auch bei uns? Die Politik muss, in Frankreich ist jedenfalls auf jeden Fall so, so. Und bei uns in Deutschland speist sich der Zulauf zur AfD
Ja doch, da wundert man sich ja doch auch. Die deutschen Wirtschaftsdaten sind so gut wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr und seit langer Zeit, also stabil. Trotzdem gibt es eine Gruppe in der Bevölkerung, die meint, sie fühlt sich irgendwie nicht mitgenommen in irgendeiner Weise. Und die Politik muss Antworten finden, sei es in ihrer Sprache, in ihrer Ansprache, in ihren Organisationsformen, diese Leute einzubinden. Das ist schon mal unabhängig von dem Wahlausgang heute eine Anforderung, die jede demokratische Partei lösen muss. Und so ein Weiter-so finde ich schwierig. Deswegen finde ich auch die Kandidatenauswahl in Frankreich ziemlich misslich. Denn auch Macron ist ein klassischer Vertreter der üblichen französischen Eliten. Ja. Ich glaube, man muss aber auch davon mal sagen, das ist nicht nur eine Aufgabe, die Politik stellen muss. Es war ja zum Beispiel interessant, dass in dem Wahlkampf, als Schulz kam und auch der Wahlkampf im Saarland war, haben sowohl die Sozialdemokraten wie auch die Christdemokratin gesagt, im Wahlkampf spielt das Thema soziale Gerechtigkeit eine große Rolle bei beiden. Und der Punkt ist, dabei spielt es oft nicht nur eine Rolle, dass es den Leuten objektiv schlecht geht. Das gibt es auch bei vielen. Aber es gibt viele, die glauben, es geht im Land nicht gerecht zu. Und da ist meines Erachtens auch die Wirtschaft gefordert. Ich muss ehrlich sagen, diese Exzesse, die es bei manchen DAX-Vorständen gibt, dass da eine abgehobene Scheinelite von Managern, die glauben, sie seien allmächtig und hätten also wirklich aberwitzige Gehälter verdient, die auch losgekoppelt sind von der Leistung, die sie wirklich bringen. Das sieht dem Gemeinwesen enorm schaden. Das müssen zum Beispiel die Wirtschaftsverbände auch mal entdecken. Und da kann ich nur sagen, die deutschen Wirtschaftsverbände ducken sich da immer feige weg und sind damit schuldig daran. Das wird das Thema einer unserer nächsten Sendungen sein, soziale Gerechtigkeit, denn die Wahlen in Deutschland kommen auch. Wir haben, glaube ich, Anfang Mai Schleswig-Holstein und dann am 14. Mai Nordrhein-Westfalen. Und dann werden wir natürlich reden, wie weit der Schlagwort oder der Slogan soziale Gerechtigkeit verfangen hat. Erstmal bedanke ich mich heute für die Diskussion über Trump, mit Trump, um Trump und der ganzen Weltpolitik bei Andreas Tewald, freier Journalist in Berlin, Norbert Wallet, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung und Michael Backfisch von der Funke Mediengruppe. Auch jetzt werden wir die ganzen Zeitungen nicht aufzählen, dann müssten wir nämlich jetzt in die Verlängerung gehen. Aber gucken Sie mal rein, so ganz wichtige Blätter, Berliner Morgenpost gehört dazu. Hamburger Abendblatt, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, um das reicht. Das reicht schon. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Diskutieren Sie weiter. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, danke und tschüss.